Sicht auf der FIBO in diesem Jahr? Ja, eigentlich sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, die wir gemacht haben. Es ist natürlich sehr anstrengend über 3 Tage verteilt. Es ist jetzt nicht nur die einzelne Disziplin, die einen dann so ein bisschen fordert, sondern das Ganze drumherum, weil es ja sehr aufregend ist. Laute Musik und wir haben das gut gemeistert. Wir sind am ersten Tag mit dem Kreuzheben gestartet, haben da auch persönliche Bestleistungen gemacht. Denn im zweiten Tag war ja Beuge dran. Da waren die Griechen sehr stark, das haben wir natürlich nicht erwartet. Aber vor uns selber sind wir auch eine sehr gute Leistung abgeliefert. Auch im persönlichen, ich sag mal, Bestleistungsbereich, was sehr wichtig war für uns auch für den Kopf. Heute Abschlusstag, Bankdrücken, sind wir sehr zufrieden. Natürlich den einen oder anderen Versuch hätten wir gerne drin gehabt, aber es hat gereicht. Also wir haben mit ca. 8 Punkten Vorsprung vor den Griechen gewonnen. Dann kam Österreich 1, Österreich 2 danach. Und die Force-Leute aus Deutschland, die sind dann zu Letzter geworden. Letzter in Anführungsstrichen, natürlich auch eine tolle Leistung. War ein super Team. Hier geht es ja auch darum, den Sport so ein bisschen zu präsentieren. Den Leuten zu zeigen, was machen wir eigentlich, Interessenten zu locken und zu sagen, probiert es auch mal. Es kann Spaß machen, vielleicht ist es ja auch eure Sache. Und dafür ist es hier eine perfekte Plattform, was der Andi Dörner dann immer hier arrangiert. Und da freuen wir uns auch immer, nehmen auch gerne daran teil. So vom Team her, super Stimmung, wir lachen viel. Wir unterhalten uns auch viel über Trainingspläne oder wie man vielleicht mal ein Training kombinieren kann. Das heißt, dass man mal hinfährt oder so. Also es ist eine super schöne Plattform und ich kann nur jedem empfehlen, es mal hier mitzuerleben, die Atmosphäre aufzusaugen. Dann nimmt man viel Motivation mit. Ja, eine ganz tolle Sache. Und wir sind auch sehr zufrieden. Es geht hier nicht darum, wer gewinnt oder wer verliert, sondern das gemeinsam und das Präsentieren. Also von daher alle Daumen und Fahnen hoch. In den letzten Jahren war der Powerlifting-Wettkampf immer mit Equipment. Jetzt ohne, was gefällt dir besser? Also ich kann jetzt nicht sagen, also natürlich ist es ein schöner Rotz, ja, also das muss man wirklich sagen, weil man da, ich sag mal, den direkten Vergleich hat. Nichtsdestotrotz, ich trage auch gerne Equipment, ich mache auch Wettkämpfe gerne mit Equipment. Das ist auch eine Herausforderung auf eine andere Art und Weise, die ich mir auch gerne stelle. Hier ist es natürlich schön, hier hat man den direkten Vergleich. Hier kann man nicht sagen, okay, mit dem Hemd zum Beispiel, wenn man jetzt Bankdrücken macht, das ist auch eine andere Technik. Da kann es auch mal sein, dass jemand kommt und der ist im Bankdrücken nicht so stark, aber er ist trotzdem mit Hemd stärker. Also hier hat man wirklich den direkten Vergleich, wer von den Athleten dann wohl, ich sag mal, das höhere Kraftpotenzial hat oder stärker ist. Das ist natürlich auch so, man kann da ganz oder lockerer rangehen an die ganze Sache. Man hat nicht so einen riesen Wasserkopf, sag ich mal, den man mit sich her schleppt, wie Equipment. Da muss man Leute, die Betreuer haben, weil ich sag ganz ehrlich, ohne Betreuer ist man mit Equipment gar nichts. Und ich bin da auch immer sehr dankbar, dass ich noch so ein gutes Team hinter mir habe, wenn ich dann international fahre, auch das, ich sag mal, das Trainerteam vom BVDK, super begeistert und die helfen viel. Aber auch jetzt vom Verein her aus, dass man sehr gut aufgestellt und ohne dieses Betreuerteam ist man mit Equipment gar nichts. Deswegen ist es hier umso schöner, man kommt hin, man vergleicht sich, tolle Sache, man zieht Motivation daraus und kann dann vielleicht auch sagen, nimmt sich Dinge vor. Zum Beispiel heute hat es bei mir mit 220 Kilo in der Bank nicht geklappt. Nehme ich eine Motivation mit und sage, beim nächsten Mal schaffe ich es dann auch. Ich denke auch, dass es immer mehr zum Raw hingeht, also ohne Equipment. Firma-Athleten können sich damit mehr identifizieren. Ist auch ein bestimmter Kostenfaktor mit Equipment verbunden, den man da nicht hat. Also ich denke, es wird immer mehr in diese Richtung gehen. Natürlich, für die nächsten 5 bis 10 Jahre wird es immer noch zweigleisig fahren. Aber ich gehe davon aus, dass irgendwann Raw übernehmen wird. Also du hast jetzt 250 gebeugt, 212 Bank, 285 Kreuz, genau. Sind fast 750 Kilo. Richtig. Da kann man auch noch Raw WM schon mal unter die Top 3 ungefähr kommen. Wäre das was für dich? Nächstes Jahr Finnland im Juni Raw WM. Also ich würde es ganz gerne mal machen, muss ich sagen. Es muss natürlich immer auch passen. Privat, dieses Jahr zum Beispiel habe ich noch viel privat vor. Dann Ende des Jahres würde ich gerne zur WM equipped fahren, nach in die USA. Das ist so ein großes Ziel von mir. Und dann nächstes Jahr werde ich mal sehen, wie wir die Ziele da stecken. Wir haben ja dann in der Bundesliga noch. Vielleicht sage ich auch, ich mache mal ein Jahr gar nichts. Also jetzt, was Bundesliga angeht, lass die Jugendlichen mal ran. Was ja auch wichtig ist, die müssen ja auch eine Motivation haben. Die müssen auch lernen. Das ist ja auch eine wichtige Sache, dass man im Wettkampf auch, ich sag mal, zurechtkommt und die Erfahrungen sammelt. Und wenn es dann heißt, den Vortritt mal den Jugendlichen lassen oder den Junioren, dann mache ich das gerne. Und da hätte ich schon Lust drauf, mal so eine Raw-WM mitzumachen. Andi hat mir schon sehr viel berichtet, dass es eine super schöne Atmosphäre ist, super tolle Leute. Und da habe ich schon Lust drauf. Ob es jetzt nächstes Jahr schon sein wird oder das ein Jahr drauf, das wird sich dann zeigen. Aber das Interesse ist auf jeden Fall von meiner Seite da. So, Best Body Nutrition unterstützt euch schon seit mehreren Jahren richtig kräftig. Was
findet man denn an Subs, wenn man Kraft-3-Kämpfer ist? Ähnlich wie Bodybuilder oder nein. Was sind so deine Produkte, die du bevorzugst? Also ich bin, da muss ich sagen, ich nehme jetzt nicht so sehr viel, weil ich mich versuche auch gut zu ernähren. Das heißt, meine Kohlenhydrate ziehe ich hauptsächlich auch aus der normalen Ernährung, die ich täglich zu mir nehme. Aber was für mich wichtig ist, ist dann immer Regeneration. Das heißt, ich trainiere jetzt auch nicht, man kann das nicht mit Bodybuilding vergleichen, ich trainiere jetzt nicht 6-mal die Woche oder sowas, sondern 3-mal die Woche. Für mich sind die Erholungsphasen wichtiger als das eigentliche Training. Ich setze da Impulse und diese Regeneration zwischen den Trainingstagen, das ist für mich das Wichtigste. Das heißt also Eiweiß und Aminos und während der Wettkampfphase nehme ich dann noch Kreatin und Glutamin dazu. Das heißt, dass ich, wichtig ist natürlich der Wasserhaushalt auch. Aber ansonsten bin ich da recht moderat. Das heißt, ich nehme jetzt nicht die Massen, bin da auch nicht so diszipliniert wie manche andere Athleten. Das versuche ich dann natürlich mit der normalen Ernährung auszugleichen. Aber das ist meiner Meinung nach völlig ausreichend, um wirklich eine Vorbereitung zu fahren. Im Bodybuilding-Bereich natürlich muss man dann bestimmt auf andere Sachen achten, weil da eine Diät mit verbunden ist. Das ist in unserem Fall nicht so. Es sei denn, man muss eine Gewichtsklasse runtergehen. Aber generell sollte ein Kraft-3-Kämpfer sein Gewicht unter Kontrolle haben, dass er vielleicht nur 1-2 Kilo ab- oder zunimmt zum Wettkampf. Also von daher, natürlich Best Body, gute Produkte, haben sich bewährt bei mir. Ich kann ja nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Und da kann ich sagen, es ist Kreatin oder die Aminosäuren oder das Glutamin, was ich da nehme. Kann ich sagen, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, auch in Bezug auf Anti-Doping. Ist ja auch wichtig. Wie vom BVDK, von den Kaderathleten, jeder kann es bestätigen, muss ich durch die NADA Doping-Tests unterziehen. Und da ist es auch wichtig, dass man saubere Supplements hat. Ob es jetzt von Best Body ist oder von einem anderen, ist jetzt dahingestellt. Aber da sollte man darauf achten, dass man da, ich sage mal, gute Supplements hat und sich nicht die Zukunft dann verbaut. Weil das ist auch wichtig, dass der Sport sauber bleibt. Nur so haben wir einen direkten Vergleich untereinander. Und dann können wir auch die Leistung wertschätzen von anderen. Und deswegen kann ich nur sagen, also ich habe gute Erfahrungen mit Best Body gemacht. Bin auch dankbar, dass sie uns auch solche Möglichkeiten, die auf der FIBO bieten, oder generell, dass sie die Athleten so gut unterstützen. Schöne Sache, also kann ich nur. So, jetzt wollen natürlich alle wissen, wie der Top-Bankdrücker Deutschlands trainiert. Da gibt es ja verschiedene Methoden, manche einmal, manche sechsmal. Ja. Was ist deine Methode? Wie bereitest du dich vor? Also das ist jetzt nicht so ein großes Geheimnis. Das ist natürlich, man muss sich Zeit nehmen. Man muss dann, ich sage mal, eine Wettkampfvorbereitung für mich ist immer so zwischen 12 und 14, 15 Wochen. Da arbeite ich drauf hinaus. Wir haben zum Beispiel, oder ich für mich, lege immer 2 Höhepunkte. Das ist dann immer wohl eine Runde Bundesliga meistens oder in der Vergangenheit, bis dieses Jahr auch so gewesen. Und dann eine internationale am Ende des Jahres. So dass ich dann immer noch meine Ruhephasen zwischen, also im Sommer auch habe. Aber Vorbereitung geht halt so los, dass ich Basissätze sage, die man dazu mache. Viele Wiederholungen mit mittlerem Gewicht. Das wird dann reduziert, prozentual runtergerechnet. Also Wiederholung runter, Gewichte drauf. So arbeite ich mich dann hoch. Muss dann natürlich dann auch vorachten, dass mein Körpergewicht mitkommt. Wenn ich jetzt nach einer Pause dann wieder in den Wettkampf einsteige, habe ich meistens so, oder in die Vorbereitung einsteige, meistens so um die 88 Kilo. Arbeite mich dann auf 94, 95 Kilo hoch. Zum Wettkampf hin nehme ich 2 Kilo ab. Also ist genau so, versuche ich das immer zu timen. Wie gesagt, ich trainiere 3-mal die Woche. Das hängt dann mit verschiedenen Intensitäten zusammen. Das ist auch mal ein dynamischer Tag, der in der Mitte kommt. Generell lege ich das immer so, dass ich auf dem Freitag bzw. auf dem Samstag, wenn ich das Training da lege, das schwere Training mache, weil da mehr die Wettkämpfe sind. So, das heißt, der Körper muss sich auch, ich sag mal, vorbereiten, dass man da an diesem Tag in der Höchstleistung dafür verlangt. Aber ansonsten habe ich jetzt kein Geheimrezept oder kein Hexenwerk. Da gibt es schöne Pläne. Auch jetzt, wir haben jetzt vor kurzem einen Kaderlehrgang gehabt mit den beiden Bundestrainern, Mario Schnur und Francesco Virzi. Und die haben dann nochmal Trainingssysteme dargelegt, die meinem ähneln. Also das kann man alles erlesen und auch sich danach richten. Man sollte immer darauf achten, dass jeder ist individuell. Das heißt, was für mich funktioniert, muss nicht für den anderen Athleten funktionieren. In dem Sinne, immer das Gute rausziehen, besonders im Juniorenbereich oder im Anfangbereich, Dinge ausprobieren. Sich merken, hat es funktioniert, komme ich damit klar oder brauche ich längere Erholungsphasen oder brauche ich längere Aufwärmsätze, das spielt auch immer damit rein. Und dann sollte man sich seinen persönlichen Trainingsplan
ich sag mal, da zurechtstricken. Ja, jetzt tiefer reinzugehen, wird jetzt, glaube ich, zu lange dauern, aber ich denke, im Großen und Ganzen sollte man sich die Zeit nehmen. Das Licht geht nicht von heute auf morgen, sondern setzt euch eine bestimmte Zeit, um die Vorbereitung machen. Und lasst euch auch nicht hinreißen und sagt immer zu unseren Junioren auch, ihr müsst jetzt nicht von einer Woche auf die nächste 20 Kilo steigern oder sowas, sondern setzt euch wirklich Ziele pro Woche, moderate Ziele, die ihr auch erfüllt. So, das hat A, erstmal einen Vorteil, dass der Körper sich dann gewöhnt, und B, habt ihr einen psychologischen Vorteil. Ihr könnt euch eine ganze Woche auf diese neue Situation vorbereiten, vom Kopf her auch. Zum Beispiel im Bankdrücken, letzte Woche habe ich 100 Kilo geschoben, die Woche drauf würde ich ganz gerne 102,5. So, da habt ihr die ganze Woche euch drauf zu fantasieren. Und das sind Ziele, die man sich, Meilensteine, die man sich stecken sollte, und die kann man auch sehr gut erfüllen. Und dann kommen diese Fortschritte von ganz alleine. Wie wichtig ist für dich die Technik? Weil wenn man so durch die Studios geht, da sieht man ja schon, naja, sehr viel abfälschen, sehr viel unsauber, und du drückst ja extrem sauber. Wie wichtig ist das für dich? Sehr wichtig, und besonders im Anfangsbereich sollte man sich die Zeit nehmen. Jetzt nicht so sehr auf die großen Gewichte schielen, sondern sagen, nimm jetzt mal die Stange und überleg mir oder leg genau den Weg fest, den ich gehen möchte. Weil im Wettkampf ist es so, da kann man nachher nicht viel drüber nachdenken. Das muss drin sein. Die Motorik muss da sein, dieser Bewegungsablauf, da kann man nicht viel drüber nachdenken. Und deswegen immer die Zeit nehmen. Man könnte es zum Anfang so gestalten, man macht halt mittleres Gewicht zu den ersten Wochen des Trainingsplans und macht dann einen Tag, wo man wirklich super leicht geht, 20-30% oder nur die Stange und immer nur diese Dynamik bzw. die Technik. Und das sollte sich verinnerlichen. Und auch mal rechts und links gucken, was kann ich, habe ich, wenn ich jetzt ein bisschen, ich sag mal, ein fortgeschrittener Bankdrücker bin, das kann ich an meiner Körperhaltung ändern. Das heißt, wir können vielleicht mehr die Füße zurückziehen, mehr Körperspannung aufbauen, damit ich halt mehr Spannung rausnehme und das Gewicht besser kontrollieren kann und rausschieben kann. Also das ist sehr, sehr wichtig. Da habe ich auch einige Jahre gebraucht, um das zu machen. Aber das ist auch dem geschuldet, oder ich hatte das große Glück, dass ich einen sehr großen Bruder habe. Der hat mir das sehr früh beigebracht. Das heißt, ich habe schon mit 12, 13 angefangen, Bankdrücken zu machen. Der hat mir eine gute, also der war immer sehr visiert, weil er auch Leistungssportler war. Und da hat er mir halt gesagt, hat er viel Wert auf die Technik gelegt. Und dadurch, über die Jahre hinweg, hat sich das bei mir verinnerlicht. Und ich kann es nur jedem empfehlen, achtet drauf. Natürlich sollte man immer rechts und links gucken. Also ich auch mal ein paar, es ist auch gut so, dass man mal vielleicht im Internet guckt und Videos anschaut oder sich beliest. Und dann wiederum, was ich gesagt hatte, nur das Beste für sich selber und was funktioniert. Es gibt da die verschiedensten Techniken, die für den einen funktionieren, für den anderen wieder nicht. Guckt, frage ich immer, was für euch funktioniert, zieht das raus, behaltet das bei, versucht das zu verbessern und dann seid ihr auf dem Weg. Cool, danke. Gerne. Sehen wir uns auf der FIBO 2015. Ich hoffe. Ich mal. Ja, ich hoffe. Vielen Dank. Viel Erfolg. Gerne. Viel Spaß. Bis dann.